Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da gab es einen unheimlichen Ort auf dem Lichtenberg, den Forsterwald. Dieser Ort wurde von finsteren Gestalten beherrscht und ein unscheinbares Völkchen wurde jahrelang unterdrückt. Doch in diesem Augenblick scheint dieses Volk sich von der totalitären Herrschaft der gewissenslosen Riesen befreien zu können. Diese Revolution sollte in die Geschichte unter dem Namen Abitur eingehen. Ich habe Abitur, das ist echt super toll. Eigentlich bin ich als Schulleiter gar nicht zu gebrauchen. Kreativer, witzig und versoffen. Ja. Wir waren sehr kreativ, also weiß nicht, ich habe selten so tolle Grundkurse erlebt. Das hat jeder gesagt, zu diesen Schülern, die eine vernünftige Einstellung zur Arbeit haben. Genau. Im Wesentlichen, ich sind da Ausnahmen bestätigt, die Regeln, ist auch klar. Aber im Großen und Ganzen, man sieht es ja an euch jetzt, es ist eigentlich schon ganz schön was geworden. So kein Kommentar. Ich habe ja schon das öfter gesagt, dass dieser Grundkurs eigentlich einer der besten war, den ich in den letzten Jahren unterrichtet habe. Der Grundkurs. Okay, die sehen wir da jedes Mal. Wir sind also im Keller, wir haben eine super Aussicht. Das ist ein ganz problemloser und pflegeleichter Kurs gewesen. Sind die immer so wenig hier? Wir sind ein bisschen geschrumpft, aber sonst ist es dann gleichbleibend geblieben. Jetzt wird es spannend, es geht auf die Trinkgewohnheiten zu. Was ich in diesem Kurs erlebt habe, waren cool. Sternchen, man weiß ja Sternchen, es gibt große Sterne, es gibt kleine Sterne. Einige strahlen ein bisschen mehr, einige ein bisschen weniger. Mir stürzt noch mal fast ab, aber sonst war es insgesamt eigentlich recht unterhaltsam, denke ich. Die Technik, um erneuerbare Energie zu nutzen, derzeit noch nicht so weit fortgeschritten ist, um den gesamten Energiebedarf in Deutschland damit zu decken. Also dieses Video da, das war ja nur voll von Fachleuten. Man hat überhaupt nichts verstanden und als Quellen wurden irgendwelche schlechten Schülerzeitungen benutzt, Schülerbilder. Ja. Also es war schon sehr, es war wirklich nicht gehaltvoll. Jetzt befinden wir uns in dem Mathekurs und alle sind fleißig am Arbeiten. Nur der Lehrer nicht. Nur der Lehrer nicht. Den sehen wir hier und der möchte uns jetzt was Tolles erzählen über den Kurs. Ja, der Kurs ist einer der nettesten Kurse in der ganzen Schule. Die Stimmung alleine hier, die sagt eigentlich alles aus. Einige Schüler hatten Kreislaufprobleme, richtig? Hier sehen wir das den ganzen Stolz von Herrn Hitze, den Weihnachtsstern. Leider nicht in Farbe, sonst würden wir sehen, wie schon ramponiert er ist. Darüber beschwert er sich immer. Das ist ein ganzer Stolz. Und somit würde dann sozusagen eine Lücke entstehen oder halt die Strompreise und wir würden wieder steigen. Wer sind Ihre Lieblingsschüler? Meine Lieblingsschüler? Ich habe keine Lieblingsschüler. Also ich bin ziemlich sicher. Aber du warst gut gestern. Dankeschön. Ach, Spaß gemacht haben sie alle. Spaß hatten, das ist eine andere Frage. Die Frage geht ja nicht an mich. Es muss von Plus und jetzt geht es einfach über die Asymptote erstmal von runter. There's big trucks when I wanna fuck and it's time to get ass. I turn automobiles to hotels on wheels. I got money for a room, it's just the fact that I'm trill. Bitches love when I cruise up the boulevard. They have contests. Sprechen Sie doch mal. Sehr schön, danke. Wir räumten unser Chaos wieder ein, aus und um. Und
somit könnte man halt erst in einem bestimmten Zeitraum sozusagen das Atomprogramm stoppen. Das ist also der Biokurs? Ja. Sehr hübsch. Die Toten sind nur die Willen der Puppen, größtenteils. Ach so. Ja. Aber es war recht unterhaltsam, von meiner Seite aus betrachtet. Wir haben schöne Dialoge geführt in Form von Klausuren und so, Korrekturen. Sehr gut. Herr Ritzel meinte, er hat Ähnlichkeit mit Goethe. Lüge! Wenn man halt in der Lage ist, durch erneuerbare Energien diese Energielücke, sag ich mal, zu schließen. Ich habe jetzt einen 12er Grundkurs. Da frage ich mich manchmal, ob ich den falschen Film. Und was passiert jetzt mit denen? Ja, Nahrungsgrundlage für die Feuerwehr, mein Name. Um die sich ja euer Kurs so schön kümmert. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Sie und auch alle anderen in der Mathe-Etage alle gleich aussehen, zumindest ähnlich aussehen? Also Hemd reingesteckt, Hose, Gürtel, kurze Zeit lang haben wir alle Brennleitungen zu fragen, kann ich mich ansehen. Das so. Aha, ja. Das kann sein, ja. Achten wir mal drauf. Also wir denken ja, dass es nicht... Stimmt. Ja, genau. Ja, was müsst ihr denn da? Ein Karriere ist reinstecken, Gürtel muss man so sehen sein, Sie. Ein Gürtel muss zu sehen sein. Auf jeden Fall. Und der besondere Gürtel mit Lieden oder sowas? Ganz bescheidener. So. Genau, wo ist die Brille? Gabor hat doch den Mathe-Etage-Unterricht. Gabor, was hältst du von den Mathe-Lehrern? Ja, genial. Also modisch gekleidet. Spitze. Gabor, die sehen das nicht. Du kannst richtig antworten. Nein, wirklich. Einfach nur sympathisch. Deswegen ziehe ich mich auch so an. Ja, ich möchte mal die Gesicht ausgeben.